Heute in dem Video schauen wir uns diese Massagepistole an von Bob & Brad. Ja, die habe ich zur Verfügung gestellt bekommen und was soll ich sagen, Leute, ich bin positiv davon überrascht. Es ist ein richtig geiles Teil, vor allem wir haben hier ein sehr, sehr kleines Gerät, ein sehr, sehr leises Gerät. Ich habe noch ein anderes hier und das kann absolut mit dem hier nicht mithalten. Wir haben hier einen Preis von 80 Euro. Wir schauen uns einfach mal die Verarbeitungsqualität an von dem Gerät und wie es sich dann generell so anfühlt. Ich kann es schon mal vorneweg sagen, ich habe es jetzt schon circa eine Woche hier und ich bin da positiv davon überrascht, ja. Weil jeder von euch da draußen, der schon mal irgendwie Verspannungen hatte, und das sind verdammt viele Leute da draußen, die Verspannungen haben, ja, die das gar nicht erstmal wissen, aber dann sagen, oh, ich habe jetzt Schwindel im Kopf oder zum Beispiel irgendwie, ah, ich kriege aber Kopfweh und so weiter und so fort, ja, das hängt damit meistens alles zusammen. Ihr solltet natürlich das immer beim Arzt abchecken lassen, einfach mal zum Orthopäden gehen oder generell zur Physiotherapie, da war ich auch schon oft genug, aber seit ich das hier habe, ja, kann ich mich einfach im Endeffekt selbst massieren, wenn ich merke, ich habe jetzt Verspannungen und das ist schon verdammt gut und das sollte man sich auch mal gönnen. Deswegen schaut da einfach mal unten im Link vorbei, guckt es euch einfach mal an und je nachdem, was ihr dann kaufen möchtet, ja, oder wenn ihr was anderes kauft, schaut auf jeden Fall, dass ihr eins holt, das auch schnell genug, beziehungsweise auch von der Vibration her so tief kommt, dass es auch an die tiefer gelegenen Muskeln kommt. Ansonsten bringt es nämlich gar nichts. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr erstmal ein Like da lassen würdet. Packt es mir unten rein in die Kommentare, was ihr davon haltet. Generell auch wegen Verspannungen und so weiter und so fort. Und natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, dass ihr nichts mehr verpasst. In diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder. Schauen wir uns doch einfach mal von der Massagepistole hier die ganzen Features an, beziehungsweise die Verpackung. Auf der Rückseite finden wir jetzt ein paar Informationen. Erstens mal haben wir hier zum Beispiel in der Mitte eine Batterieanzeige. Daneben haben wir die Stärke, die angezeigt wird. Wir haben drei verschiedene Modis. Wir haben Typ C. Hier kommt zum Beispiel auch die warme Luft rausgepustet. Wir haben hier 12 mm, wo das quasi draufgesteckt wird. Und wir haben hier abgerundete Ecken, dass man es besser halten kann. Es gibt natürlich auch noch eine rote Variante. Ich habe sie in schwarz bekommen. So, jetzt schauen wir uns an, was alles dabei ist. Einmal die Massagepistole, dann haben wir ein Typ C-Kabel dabei. Dann haben wir noch extra ein Case und wir haben fünf verschiedene Köpfe und einmal eine Bedienungsanleitung. Hier steht auch noch der ganze Speed dabei. Das heißt, wir haben 1750, 2050 und 2400. Ja, das kann man dann quasi hin und her schalten von der Geschwindigkeit her, wie schnell sich der Kopf hier dann quasi so bewegt. Das ist relativ angenehm, kann ich euch schon mal sagen. Dann haben wir eine Ladezeit von 210 Minuten ungefähr, ja, bei 5 Volt mit 2 Ampere. Was hier zum Beispiel fehlt, ja, oder was heißt fehlt, steht hier nicht drauf, wie lang im Endeffekt das Gerät hebt. Das hat aber damit was zu tun, weil wir verschiedene Stärken haben, ja. Und das ist dann so, je nachdem, wie ihr das einstellt, hebt es natürlich unterschiedlich. Und wir haben hier verschiedene Massageköpfe dabei, die für verschiedene Körperpartien beziehungsweise auch für unterschiedliche Arten der Anwendung geeignet sind. Das ist hier relativ hartes Gummi. Ja, also man kann hier zwar ein bisschen was drücken, es gibt ein bisschen nach, aber jetzt nicht wirklich so extrem viel. Dann haben wir zum Beispiel noch das Teil hier. Ja, das sieht eher so aus wie fast ein Schraubenzieher oder so irgendwas. Na, da ist auf jeden Fall cool. Denn hier haben wir so eine punktuelle Anwendung, wenn wir das wollen. Dann haben wir hier noch so eine Massagekugel im Endeffekt. Die ist auch relativ cool. Die benutze ich bei einer anderen Maschine. Das werdet ihr gleich noch sehen. Also die mag ich eigentlich sehr gerne. Der Kopf hier zum Beispiel, der ist automatisch dabei, beziehungsweise schon vormontiert. Den finde ich auch relativ cool, weil wir da sehr viel quasi Fläche haben, wo wir das verteilen können für die Massage. Aber wie gesagt, das gucken wir uns gleich alles nochmal im Detail an. Und dann haben wir hier noch dieses Teil. Das sieht aus wie so eine Stimmgabel oder sonst irgendwas, um halt generell für zwei Punkte so quasi in der Mitte hier halt einfach zu massieren und das ein bisschen besser zu verteilen. Das haben wir auch noch dabei. Und zwar sind das so Adapterstücke beziehungsweise Ersatzstücke, die wir dann hier drauf machen können für die Halterung. Das heißt, wenn die mal defekt sein sollten, können wir die hier austauschen. Und das ist schon gut, dass sie da auch ein bisschen mitgedacht haben, dass das mit der Zeit dann irgendwann wahrscheinlich auch mal kaputt gehen kann, wenn man das relativ häufig wechselt. Und wir haben hier noch ein Ladekabel dabei, aber das, denke ich mal, haben die meisten schon zu Hause. Das ist ein normales USB. Dann schauen wir uns mal das Benutzerhandbuch nochmal an hier. Und das ist wirklich interessant, weil wir haben nicht nur die ganzen technischen Daten hier, wir haben zum Beispiel auch verschiedene Sprachen logischerweise. Das ist schon mal richtig gut, weil bei den meisten Produkten, die so herkommen, da ist teilweise nur Englisch oder Chinesisch drin. Ja, sind wir mal ehrlich. Aber hier ist wirklich alles gut in Deutsch beschrieben, auch was man beachten soll. Wir haben zum Beispiel einen Abschalttimer von 10 Minuten, wir haben ein Produktgewicht von 525 Gramm und was interessant ist, kommt jetzt. Ja, wir haben tatsächlich eine Beschreibung von den ganzen Aufsätzen, die wir hier haben, wo sie denn eingesetzt werden sollen, beziehungsweise für was es denn genau ist und so weiter und so fort, sogar aus was für Material. Und es gibt ja einige Leute, die zum Beispiel auch allergisch sind für verschiedene Sachen und dementsprechend ist das auch schon mal richtig wichtig. Ja, aber jetzt kommen wir noch zum wirklich interessanten Teil und zwar das hier. Das finde ich persönlich sehr gut.
Hier sieht man zum Beispiel die genauen Muskelgruppen, wo man denn genau was, wie lange denn massieren soll, beziehungsweise um gewisse Effekte zu erzielen und was es denn auch eigentlich im Endeffekt bringt. Und das ist schon cool, weil die meisten kaufen sich so eine Pistole, quasi so eine Massagepistole, haben aber absolut keine Ahnung von den ganzen Muskelgruppen hier oder wie man das denn genau verwendet. Ich zum Beispiel habe ja auch den Trainerschein gemacht, kenne mich also natürlich da so ein bisschen damit aus. Und da muss ich sagen, finde ich das schon gut, dass es hier nochmal so explizit da drin beschrieben ist. Ja, aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die Massagepistole an und werden sie dann auch einfach mal ausprobieren, wie sie sich denn anfühlt, beziehungsweise auch von der Lautheit her. Kommen wir jetzt einfach mal zum Herzstück, und zwar zu der Massagepistole. Und da ist es wirklich echt richtig cool gemacht, weil wir haben eine Top-Verarbeitungsqualität. Ihr könnt es hier mal sehen. Also das ist schon wirklich richtig gut gemacht. Dann ist es so, durch das Gewicht hier, ja, ich werde euch gleich mal einen Vergleich zeigen. Ich habe ja noch eine andere Massagepistole da. Da sehen wir direkt, dass die relativ klein ist, beziehungsweise damit diese Massagepistole auch leicht ist, im Gegensatz zu der anderen, die ich habe. Was mir natürlich auch direkt auffällt, ist, wir haben hier direkt, ja, viel Fettfinger drauf und so weiter und so fort. Das geht ruckzuck, ja. Dann sehen wir hier zum Beispiel die Löcher für die Abluft, ja. Das ist so ein Thema für sich, da muss ich was sagen dazu. Es kann ein bisschen unangenehm sein, aber im Sommer gehe ich mal davon aus, es ist relativ cool, weil hier kommt nämlich kalte Luft raus, ja. Das heißt, wenn ihr das Gerät benutzt, merkt ihr immer so ein bisschen, je nachdem wo das ist, dass hier halt Luft rauskommt. Könnte für den einen oder anderen nervig sein, für den einen oder anderen interessiert es halt gar nicht oder so, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt den Knopf haben, dann können wir es da oben einschalten, dann sehen wir, dass es auch direkt losgeht, ja. Und die ist wirklich, ihr hört es, also die ist verdammt leise, Leute. Also die ist wirklich leise. Auch wenn wir sie jetzt tatsächlich auf die dritte Stufe schalten, machen wir einfach mal. Also das ist die dritte Stufe, ja. Und die ist wirklich leise. Merkt euch das jetzt mal von der Lautheit her, ja. Also das ist richtig geschmeidig. Also es macht wirklich Spaß, mit der quasi sich zu massieren. Und jetzt kommen wir mal zum Vergleich. Ich habe hier noch eine andere. Die benutze ich schon seit Ewigkeiten, ja. Jetzt gucken wir uns das ganze Ding mal an. Wir haben einmal diese hier. Und dann haben wir diese hier. Ja, also guckt euch das mal an. Der Größenunterschied, beziehungsweise wenn ich das da hinten dran mache, da verschwindet die einfach hinten dran. Also das ist gar nichts, ja. Also ich meine, ich mag meine Massagepistole, die ich hier habe. Also ich finde die auch relativ cool. Aber die war bei weitem nicht so teuer wie diese hier im Endeffekt. Und ist halt auch dementsprechend, ich zeige es euch mal, die ist wesentlich lauter. Ja, also wir haben jetzt hier die erste Stufe. Könnt es hier stufenlos einstellen. Und wenn wir das jetzt mal aufdrehen, also, ihr hört's, die ist halt wesentlich lauter und ja, macht halt keinen so Spaß und ist halt auch wesentlich schwerer. Und die kann man halt tatsächlich echt wirklich gut mitnehmen. Also das ist echt cool bei der. Das macht dann, wie gesagt, macht echt Laune und ihr seht es ja, verarbeitungsmäßig ist das Ding auf jeden Fall top. Wir können es hier vorne einfach so abziehen, ja, das wird dann einfach so rausgezogen hier mit dem Gummi und wird dann im Endeffekt einfach wieder hier reingesteckt und dann war es das im Endeffekt. Ich würde sagen, testen wir das Ding doch jetzt einfach mal. Ja, ich zeige es euch mal, ich schalte es jetzt mal ein und ich gehe gerne hin und mache das zum Beispiel hier neben, bei mir so an der Schulter. Das ist relativ gut entspannt, wenn man das hier so daneben an der Seite hat. Ja, generell auch hier oder so. Vor allem ist es halt wirklich, es liegt verdammt gut in der Hand, wenn man das so nimmt. Dann mache ich zum Beispiel auch hier gerne, da habe ich so Verspannungen. Das kommt halt auch viel vom Stress und ja, ihr wisst ja selbst, wie das ist. Ja, und wenn man das dann hier so nimmt, ah, das ist einfach eine Wohltat. Also ich möchte es nicht mehr missen, so ein Gerät zu haben vom Handling her. Wir gucken es uns gleich nochmal anders an, da werde ich es euch zeigen. Da werde ich jemand massieren und dann könnt ihr das mal so ein bisschen sehen. Ja. So, dala, meine Frau darf jetzt als Testobjekt herhalten, dass ihr das mal so ein bisschen seht. Wir sind hier auf der ersten Stufe, wenn wir zum Beispiel ein bisschen massieren, wie dann im Endeffekt hier dann quasi sich das hier bewegt und wo man dann auch massieren kann. Wenn wir zum Beispiel auf die dritte Stufe hochgehen, sieht man das sehr schön hier. Also das hat schon ordentlich Druck hinten dran. Und das ist halt richtig gut, vor allem wenn man hier oben zum Beispiel massiert oder generell, man massiert hier einfach mal so entlang, so den Rücken und so. Also das ist schon richtig gut gemacht. Das ist halt auch richtig angenehm, vor allem wenn man, wie gesagt, wirklich verspannt ist. Und wenn man das mal ein paar Minuten lang macht, dann merkt man auf jeden Fall und sieht dann auch, wenn es dann hier so rot wird, beziehungsweise dann die Durchblutung einsetzt. Und das ist halt echt gut, ja. Vor allem, wenn man relativ häufig auch Kopfschmerzen bekommt und so. Man sollte natürlich darauf achten, dass man dann auch die Stufe richtig anpasst, also dass man das nicht wirklich so stark macht am Anfang. Wenn man das öfters mal ein paar Mal gemacht hat, dann ist das kein Problem. Da kann man auch ein bisschen höher gehen, damit es auch ein bisschen tiefer rein in die Muskeln geht. Aber am Anfang würde ich erstmal ein bisschen langsam machen. Und ansonsten kann es sein, dass ihr dann auch Schmerzen bekommt, beziehungsweise auch Muskelkater so ein bisschen in der Art, wenn sich dann die Verspannungen hier lösen.
Dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal zu meinem Fazit mit meinem kleinen Co-Pilot, der hier neben mir sitzt, mein Sohn. Und was soll ich sagen, ja, also ihm gefällt's, mir gefällt's, Top-Preis-Leistung, kann man definitiv nicht meckern. Wir haben eine super Verarbeitungsqualität, Preis-Leistung passt halt einfach. Ja, genau, das ist ein schönes Ü-Ei. Und was soll ich sagen, ja, also sowas sollte sich jeder zulegen, der irgendwie Verspannungen hat und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ich werde es euch mal unten reinstellen, ihr könnt ja gerne mal nachgucken, könnt es euch eventuell ja selbst bestellen, wenn ihr darauf Bock habt. Es ist klein, es ist handlich, es macht einfach Spaß und es tut einfach gut. Oder wenn ihr mal irgendjemand was anderem Gutes tun wollt, kauft so ein Gerät, macht doch gerne mal ein Geschenk damit. Und in diesem Sinne, haut auf jeden Fall mal rein. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. In diesem Sinne, ciao. We'll be right back.